Hallo Leute, herzlich willkommen zu den Bitcoin to go News. Ihr seht es hier oben, ihr seht es im Hintergrund. Für den Bitcoin-Kurs sieht es leider nicht ganz so rosig aus. Wir kämpfen immer noch um die 10.000 US-Dollar-Marke und im Moment schwankt das Ganze noch relativ stark. Trotzdem konnten wir uns von der 10.000er-Marke nach oben hin schon mal wieder ein bisschen zumindest distanzieren. Wir gucken gleich direkt auf den Kurs und auch auf die große Nachricht, die in der letzten Woche rumgegangen ist. Bitcoin-Verbot, Kryptowährung-Verbot in Europa. Die großen Staaten sprechen gerade über neue Regulationsmaßnahmen. Was wirklich dahinter steckt, das gucken wir uns im Video an. Wir gucken auch auf DeFi, deswegen lehne ich zurück, schnall dich an, hau den Like drauf und dann viel Spaß beim Update. So, und wir starten mit dem Gift des Tages und meinem Lieblingsgift, denn das, was ich mir wünsche, ist, glaube ich, das, was sich jetzt einige auch andere wünschen. Do something. Bitcoin, mach was, beweg dich, zeig uns ein klares Zeichen, sei es ein Zeichen der Stärke, sei es ein Zeichen der Schwäche. Ich bin immer dafür, dass auf jeden Fall was passieren sollte. Bevor wir gleich in den Content reinstarten, noch ein paar Shills. Immer noch die Erinnerung an euch, der Ledger. Aktuell 20% Rabatt, wenn ihr den Code BACKTOSCHOOL benutzt oder einfach den Link unten in meiner Beschreibung, unten in den Kommentaren, da findet ihr das auf jeden Fall. Da unterstütze mich mit. Vielen Dank, aber es lohnt sich auf jeden Fall jetzt vielleicht über eine Hardware-Wallet nachzudenken. 20% auf alle Wallets, wie gesagt. Ja, und dann kleiner Schill, nicht an den Crypto Money YouTube-Kanal, den gibt es ja gar nicht mehr, beziehungsweise passiert gerade nicht mehr viel. Aber an das Altcoin-Roulette. Ich habe es euch versprochen, das Altcoin-Roulette kommt zurück und wir werden am Donnerstag 20 Uhr wieder live für euch da sein. Allerdings etwas ausgedünnt. Ich werde mit dem Holger vermutlich alleine das Altcoin-Roulette starten. Aber ihr habt jetzt die letzte Chance, nochmal unten in die Kommentare eure Wünsche für Kryptowährungen reinzuschreiben. Die kommen dann mit in die Verlosung und was das Ergebnis dann ist, das werden wir alle zusammen am Donnerstagabend sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass das Format zurück ist und wieder lebt. So, schauen wir jetzt mal auf den Gesamtmarkt und da sehen wir eben, ja, eine kleine Enttäuschung. Also das Wochenende war relativ beruhigend eigentlich wieder, zumindest haben sich die Altcoins auf jeden Fall deutlich erholen können. Bitcoin schwankt eigentlich ja immer um die plus minus 1-2%. Die Bitcoin-Dominanz weiter unter 60% und man sieht eben, dass jetzt nach der kleinen Korrektur wieder nach oben, beziehungsweise nach dem kleinen Pump in Anführungsstrichen für die Altcoins, für die DeFi-Altcoins vor allem, geht es jetzt wieder ein bisschen weiter runter. Wir gucken uns schnell mal auf CoinMarketCap, da sehen wir die Gewinner des Tages, da sehen wir Bitum, wir sehen Waves, Ontology, Theta Network, da habe ich auch einen Wissensartikel, falls sich jemand dafür interessiert, oder Theta Network. Kusama, der wilde Cousin von Polkadot, das Testnet sozusagen, das aktive Mainnet-Testnet. Spannendes Projekt, Solana auch, ja, spannend zu sehen, dass doch auch noch Blockchain-Infrastrukturen Akzeptanz und Bewegung finden. Ansonsten wieder mal die Altcoins, beziehungsweise die Stablecoins, heißt also eigentlich ist der Gesamtmarkt nicht so gut, sehen wir auch in den Verlierern. Band Protocol, Compound, Balancer, Aave, Sushi, alles DeFi-Protokolle, die kommen wieder gerade ein bisschen unter die Räder. Gucken wir nochmal schnell auf den gesamten Finanzmarkt, den möchte ich jetzt ab und zu hier mit reinbringen, denn, und das werden wir gleich in den News nochmal sehen, die sind sehr, sehr relevant für die Bewegung bei Bitcoin aktuell. Die Korrelation ist nicht wegzudenken und wir hängen ganz klar an makroökonomischen Faktoren. Ein ganz wichtiger Faktor ist eben auch die US-Wahl, die demnächst ansteht und deswegen schielen immer mehr auch auf den US-Markt, der auch immer noch mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Deswegen versucht weiter wild Geld zu drucken. Also das beeinflusst den Bitcoin-Kurs natürlich auch, muss man ganz klar sagen. Und wir schauen uns den jetzt mal im Detail an, 15-Minuten-Candles, also ein bisschen kurzfristiger das Ganze. 10.580 war der Peak vom Wochenende. Ansonsten, ja, haben wir die 10.200er Marke angetestet und gerade wieder eine ganz wilde Achterbahnfahrt hinter uns. Wenn wir uns das Ganze mal in den Minuten-Candles anschauen, dann sehen wir es noch deutlicher. Jetzt einen Mega-Dump gegeben auf 10.212 US-Dollar. Riesige Verkaufstransaktion. Also, ihr habt ein großer Whale ein bisschen Bewegung reingebracht in den Bitcoin-Kurs. Wurde aber wieder alles aufgekauft. 10.300 stehen nach wie vor. Aber gibt natürlich wieder einen kleinen Dämpfer. Wo es bergauf geht, das ist bei den DeFi-Anwendungen. Jetzt muss man dazu sagen, dass DeFi Pulse hier auch ein bisschen Probleme hatte in den letzten Tagen.
mit der genauen Messung des Total Value Locked. Und hier stehen auch gar nicht alle Protokolle drin. Aber die wichtigsten sind auf jeden Fall dabei. 8,5 Milliarden US-Dollar sind in DeFi-Anwendungen drin. Aave ist aktuell wieder der Dominator, kann sich aber auch schnell wieder drehen, wenn wir vor allem sehen, was Uniswap für ein Momentum aufgenommen hat. Also hier ist wohl große Enttäuschung von Seiten der Sushi-Investoren. SushiSwap ja ein großes Thema gewesen in den letzten 14 Tagen, hat es geschafft, wirklich erfolgreich Liquidität von Uniswap abzuziehen, hat aber das Token-Modell jetzt wieder ein bisschen angepasst, vor allem auch die Incentivierung in Sushi nochmal deutlich gecuttet, um ja einen großen Betrag, ich glaube 90% oder was, von 1000 auf 100 pro Block. Das ist schon eine enorme Einsparung, möchte ich fast sagen, und treibt die Leute vielleicht jetzt wieder in Uniswap rein. Also das Spiel dreht sich immer weiter, einer der Dexes wird gewinnen. Uniswap ist, denke ich, auf jeden Fall nicht verkehrt an dieser Stelle auf dieses Pferd zu setzen. Fiat Greed Index 39, also wir sind weiter im 4-Bereich und sind ängstlich und warten gebannt auf das, was der gesamte Finanzmarkt uns denn anbietet. Und das ist eben die Korrelation, von der ich gerade schon gesprochen habe. Bitcoin hier wirklich noch in den Fängen des Finanzmarkts und der makroökonomischen Faktoren. Und das sehen wir gleich auch, wenn wir in die News einsteigen. Und da mache ich mich jetzt mal wieder ein bisschen größer, damit ihr mich auch normal ein bisschen besser noch sehen könnt. Crypto Assets droht Verbot in Europa. Eine Schlagzeile, wo man wirklich nur noch draufschlagen kann, die ist wie ein Fegefeuer durch die Kryptoszene gegangen, am Freitag rausgekommen und wirklich auch im Livestream wurde es mir noch gemeldet, da wusste ich davon überhaupt gar nichts. Und das ganze Wochenende wurde darüber berichtet und gefragt, was ist denn jetzt hier dran? Ist das jetzt hier ein Verbot? Ich muss sagen, Manager Magazin, herzlichen Glückwunsch. Ich kriege für solche Headlines immer einen auf den Deckel. Deswegen werde ich es auch in der YouTube-Headline verwenden. Ich glaube, das spricht gerade viele Leute an, aber es ist nicht so viel wirklich dran. Krypto-Assets, viele haben es direkt auf Bitcoin gemünzt. Wird Bitcoin jetzt verboten in Europa? Ich sage euch ganz ehrlich, Bullshit. Bullshit deswegen, weil hier sind auch in diesem Artikel relativ wenig nur Informationen drin. Wir gucken gleich auf den Reuters-Artikel, der hier auch referenziert wurde. Und hier geht es vor allem bei diesem Verbot und den Regulationen, die jetzt die großen europäischen Staaten ranbringen, vorantreiben wollen. Da geht es vor allem um, wie ihr seht hier, Libra und ein Anti-Libra-Gesetz bzw. Regulation, um private Stablecoins, geissuete Stablecoins bisschen einzuzäunen. Ich weiß nicht, inwiefern das auch nochmal Tether betreffen wird, die wirklich so eine Gewalt mittlerweile aufgebaut haben. Aber hier geht es vor allem um Facebook, um Libra, um wirklich große Player, die eine große Marktmacht haben und entsprechend auch dann, wenn sie selbst ihre eigenen Coins drucken könnten, wie den Libra-Coin zum Beispiel, dass dort natürlich ein Angriff auf das Geldmonopol der Zentralbanken geschieht. Und das wollen die Regulatoren, die Staaten natürlich vermeiden, dass dort ihnen die Macht aus den Händen gerissen wird von einem privaten Unternehmen wie Facebook. Und deswegen, deswegen sind die ganzen Nachrichten jetzt hier nochmal aufgekocht. Das ist nichts Neues, muss man ganz klar dazu sagen. Die Regulation hier in der Hinsicht war schon vornherein aggressiv, was zumindest diese Stablecoins angeht. Und hier steht es auch eben, solche Stablecoins, genannten Cyberdevisen oder wie auch immer sie definieren, das ist das, was getackelt werden soll. Und hier geht es nicht um Bitcoin oder andere Kryptowährungen, die einen sehr viel dezentraleren Charakter haben als eben selbst geissuete Stablecoins von Privatunternehmen. Und hier, und das ist nochmal der letzte Hinweis jetzt an der Stelle, bevor wir uns kurz nochmal die Reuters-Quelle anschauen. Ganz wichtig zu verstehen, Europa arbeitet natürlich auch in einem eigenen Euro, genauso wie andere Staaten dieser Welt. China scheinbar schon sehr weit voran, genauso wie Russland vielleicht, auch die USA einen digitalen US-Dollar. CBDC ist hier das Stichwort, Central Bank Digital Currency. Und das werden wir, denke ich, in den nächsten 12 Monaten, 24 Monaten noch sehr, sehr viel Bewegung sehen. Und da wollen sie natürlich sich jetzt absichern, dass da kein anderer Player jetzt den Markt schon besetzt und gerade erst recht nicht ein privates Unternehmen. Und hier nochmal ganz wichtig, die Zitate, die hier genommen wurden. We all agree that it's our task to keep financial markets stable and to ensure that what is a task for states remains in a task for states. Genau hier geht es nämlich in diesem Satz darum, das Geldmonopol und die ganze Geldthematik, Geldpolitik liegt bei den Staaten und das soll auch so bleiben. Und deswegen geht es hier primär um private Stablecoins, vor allem very clear rules. Hier steht auch nichts von Verboten davon, mal ganz abgesehen. Und da muss man wirklich aufpassen und mal die News wirklich ein bisschen tiefer graben und nicht, und das ist wirklich meine Handelsempfehlung hier an jeden, nicht nur die Headline lesen und dann darauf schließen, dass jetzt hier irgendwas ist. Denn selbst wer diesen Artikel gelesen hätte, wird gesehen haben, dass da nichts um Bitcoin geht oder sonst was, sondern vor allem um Libra. So. Zurück zu Bitcoin und zum Content. Jim Cramer ist jetzt offiziell pro BTC. Für euch nur der Hinweis, ich weiß nicht, ob ihr müsst ihn nicht kennen, war damals oder in der Vergangenheit ein Hater. Das Ganze vermutlich, vermeintlich,
geleistet durch Pompliano, der natürlich als Bitcoin-Missionar hier stark unterwegs ist, vor allem in der Investorenszene auch ein angesehener Mann ist und ja, sich jetzt hier zugute schreibt, dass er es geschafft hat, ihn zu überzeugen. Für euch nur der Hinweis, wir sehen, dass auch immer mehr Anti-Bitcoiner zu Bitcoinern werden, gerade auch in Bezug auf das, was gerade in der Geldpolitik passiert vielleicht, wenn wir auch andere Staaten sehen, die Hyperinflation, alles Gründe, die Leute vielleicht auch in Bitcoin reintreiben und das wird gleich definitiv noch ein Thema sein, beziehungsweise ich schwenke da mal direkt gleich drüber. Wir haben es mit Peter Schiff gesehen, der Sohn hat zumindest Bitcoin auf Peter Schiff, das wirklich jemals offiziell zugeben wird, dass er selber welche hat, I doubt it. Aber der Jim Cramer ist zumindest schon mal rüber und das wird auch nicht der letzte gewesen sein. Ich glaube, die letzte Bastion wird Warren Buffett sein und ich glaube, bei Lebzeiten werden wir es nicht mehr sehen, dass er in Bitcoin investiert. Afrika, und jetzt kommen wir den Schwenk, warum Bitcoin so wichtig ist. Und das sehen wir eben in Ländern, in denen Bitcoin notwendig ist. Das sehen wir in Venezuela, das sehen wir in hyperinflationären Staaten, vor allem aber auch in Staaten, wo das Geld- und Finanzsystem einfach überhaupt nicht richtig ausgebildet ist. Ganz, ganz schwierig, auch innerhalb von Afrika zum Beispiel Transaktionen zu machen. Das ist hier ein Report, den wir von Chainalysis auseinandergepflückt haben und für euch zusammengefasst haben. Afrika, eines der Haupttreiber und Haupt-Use-Cases bzw. Nutzungen von Bitcoin. Und ja, die Auslandsüberweisungen nehmen immer mehr Fahrt auf, immer mehr passiert hier eben in Afrika. Wir sehen das hier in dieser orangenen Linie. Latin America, also mit Venezuela und Argentinien, da auf Platz 2, was zumindest die Nutzung angeht von Kryptowährungen, um eben Geldtransfers zu machen. Und das Ganze bildet sich in Afrika wirklich zu einem richtigen Geschäftsmodell, also wo P2P-Netzwerke von Privatpersonen aufgebaut werden, wo eben dann die afrikanische Währung eingenommen wird, Bitcoin dann überwiesen wird innerhalb Afrikas oder eben auch außerhalb Afrikas und dann dort eben wieder umgetauscht. Also hier passiert wirklich einiges. Ein spannender Artikel, den ich euch unten auf jeden Fall mal in die Beschreibung reinpacke mit vielen tollen Statistiken. Und wir sehen eben, Afrika boomt, ein wachsender Markt auch für die Exchanges, also wirklich boomend, und das sehen wir auch in den Google Trends. Jetzt sehen wir zwar, dass der Bitcoin-Trend deutlich abgenommen hat, also ein bisschen abflacht, was eben auch daran liegt, dass da Bitcoin sich scheinbar gerade nicht so richtig entscheiden kann und die Musik bei DeFi geht, aber Nigeria, Südafrika immer noch und die ganze Zeit schon die meisten Suchanfragen finden dort statt und das reißt nicht ab, das wächst immer weiter und findet dort auch einen Anklang zurecht. Denn dort gibt es einen Use Case, der dort erfüllt wird, neben digitalem Gold, der vielleicht für die westliche Welt dann eher als Use Case meiner Meinung nach geeignet ist. Bitcoin für die Demokratie, auch Hongkong gibt Gas, Spenden sollen in BTC gesammelt werden, um Tränengasmasken etc. zu holen, damit die Leute auf die Straße können, sich für die Demokratie einsetzen können. Bitcoin auf den Titelseiten und in Hongkong, und ich bin selber ein großer, großer Fan, wirklich tolle Stadt, kann ich Ihnen empfehlen, sich das mal anzuschauen, wenn es denn die Corona-Krise wieder zulässt. Hier fahren nämlich auch tolle Bahnen, wo ich schon drin saß, mit Bitcoin-Werbung jetzt. Bitcoin überall, in Hongkong wird es auf jeden Fall gelebt, be your own bank, und Commercials werden da rausgehauen über einen Fund, wo eben Spenden gesammelt werden und dann Werbeflächen gekauft werden. Bitcoin also als Adoption wird hier stark getrieben. Gut, gucken wir jetzt mal eben nochmal schnell auf den DeFi-Markt. Nochmal ein kurzes Update hier. SushiSwap habt ihr jetzt gehört, zumindest schon mal von mir. SushiSwap jetzt unter Druck, nachdem die Incentivierung jetzt in Sushis angepasst wurde. Die nächsten Tage werden wohl zeigen, ob jetzt die gesamte Liquidität wieder abwandert zum nächstbesten Protokoll oder vielleicht sogar zurück zu Uniswap. Auf jeden Fall gute Nachrichten für Uniswap an dieser Stelle. Und wirklich, was bei Sushi passiert, sowieso ein Drama in 1000 Akten. Wir schreiben da nochmal einen Artikel drüber, was da vielleicht hinter den Kulissen passiert. Ich habe auch meine Spekulation zu dem Thema. Wenn es euch interessiert, schreibt es unten rein. Wirklich, wirklich spannend, was da abgeht. Ich will euch den DeFi-Markt nicht zeigen, sondern was gerade sonst so noch passiert. Burger, ja, neuer Meme, neues Ding, schon wieder irgendein Meme. Ich dachte auch wieder, oh, was ist denn jetzt los? Aber die Smart Chain Binance gibt Gas im DeFi-Sektor, will jetzt nach und nach Projekte migrieren. Cream, eines der Projekte, Cream will ich euch deswegen zeigen, weil es auch hier mit drin ist, findet auch großes Wachstum, ist ein Landing-Protokoll. Ich finde es jetzt hier sogar gerade gar nicht. Das ist natürlich bitter. Hier sind so viele hier. Cream Finance, 10. Platz, 3 Millionen Lock Value, und das soll jetzt auf der Binance-Chain möglich sein. Und der Burger, nichts anderes als eigentlich auch wieder der nächste AMM-Protokoll, das heißt ein Swap-Protokoll, ähnlich wie Sushi. Und dort sind schon sehr viele BNBs jetzt gestaked bzw. hinterlegt. Großes Trading-Volumen mittlerweile schon, also da geht es auf jeden Fall ab.
Aber diese FOMO, diese Gefahr, dieses Jagen nach neuen Meme-Coins, nach neuen APYs, nach neuen 1000 Millionen Prozentchancen, die treibt Leute natürlich in den Wahnsinn und vor allem aber auch leider in Scams rein. Und da gibt es diesen tollen Twitter-Post von FOMOsaurus, den ich am Freitag gesehen habe, beziehungsweise am Samstag. Ich meine, ich hätte Freitag das schon gesehen. Ich weiß auch nicht, ob FOMOsaurus die Urquelle ist, aber er hat es auf jeden Fall repostet und da sehen wir eben, dass sehr viele dieser Meme-Coins auch schon wieder verschwunden sind. Minus 100%, minus 100%, minus 60%, minus 100%, minus 100%. Also hier sind ganz viele Protokolle, die eben kurzen Hype aufgreifen und dann auf einmal wieder verschwinden. Und deswegen sage ich euch, seid extremst vorsichtig. Es gibt so viele Chancen, aber auch so viele Risiken. Und ich sage euch, da ist wirklich super, super schwierig, auch für mich, der sich tagtäglich damit beschäftigt, wirklich die Goldstücke herauszufinden. Und am Ende des Tages schaut euch die Protokolle an, die jetzt da sind. Die großen sind zu Recht da, wo sie jetzt stehen. Und ich glaube, das sind auch die, die überstehen werden. Alles andere wird verschwinden. Das war bei den ICOs so und das wird diesmal wieder so sein. Also passt da bitte auf euch auf. Checkt regelmäßig die Nachrichten, wenn ihr die Updates sonst noch wollt. Schreibt unten mal in die Kommentare, was ihr gerne mehr wissen wollt. Mache ich immer gerne, aber weiß auch, dass nicht jeden interessiert. Ansonsten mein Wink wieder mal an den Instagram-Kanal. Schaut da rein, gibt es auch regelmäßig Updates. Gucke ich auch, dass ich in den nächsten Wochen dort aktiver sein werde. Das war's für heute. Wir sehen uns am Mittwoch wieder und am Donnerstag eben auch live. Ich bin gespannt, was ihr euch noch für Coins wünscht. Meine Erinnerung nochmal daran, ich wünsche euch jetzt einen super Start in die Woche. Auch für Bitcoin drücken wir mal die Daumen. Wenn es euch gefallen hat, haut die Daumen drauf, nach oben am besten Fall. Dann würde ich sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.